Das nächste Event in Pokémon Karmesin und Purpur erwartet uns schon diese Woche. Richtig, legt euer Erdnuss-Butter-Sandwich weg. Ich erzähle euch alle wichtigen Details und wie ihr euch am besten vorbereitet. Ein neues Terra Raid Event wurde offiziell von Pokémon angekündigt. Und zwar bekommen wir am 9.12.2022 um 1 Uhr nachts bis zum 12.12.22 auch ebenfalls bis um 1 Uhr nachts tauchen nämlich Despotar und Brutalander in den Raids von Pokémon Karmesin und Purpur auf. Despotar wird hierbei in den Raids von Pokémon Karmesin auftauchen und Brutalander in den Raids von Pokémon Purpur. Wenn ihr einen Freund, Freundin habt, die jeweilige Edition haben, könnt ihr gemeinsam die jeweiligen Raids des anderen natürlich auch gemeinsam bestreiten. Denkt bitte daran, dazu benötigt ihr natürlich eine Nintendo Online-Mitgliedschaft und Pokémon Karmesin oder Purpur. Beide Pokémon werden in 4- und 5-Sterne-Raids erscheinen und besitzen unterschiedliche Terra-Typen. Im Verlauf des Tages erscheint ein weiteres Video, wo ich euch das beste Pokémon für die Terra-Raids vorstelle und wie ihr es sogar bekommen könnt. Also, wenn ihr bereits kein Abo dagelassen habt, liked das Video, dann werdet ihr es auch nicht verpassen. Welche Pokémon sind denn jetzt gut für die beiden Raid-Pokémon? Zuerst einmal wissen wir nur, dass die beiden Pokémon in den Raids unterschiedliche Terra-Typen besitzen können. Bedeutet, ihr müsst ein paar Pokémon bereit haben, um den jeweiligen Terra-Typen auszukontern. Hierbei ist ganz wichtig, Despotar kann viele Gestein-, Boden- und Unlichtattacken. Hier empfiehlt es sich Pokémon zu nehmen, was auf keinen Fall Schwäche vor Gestein, Boden oder Unlicht hat. Ein Kampf-Pokémon wäre sehr gut, allerdings, wenn Despotar den Flug-Terra-Typen hat, bringt euch das Kampf-Pokémon auch nicht mehr viel. Entscheidet euch also für ein Pokémon, welches den Terra-Typen von Despotar kontert. Empfehlen kann ich euch allgemein Azumarill, Haytyra, Felinara, Flatterhaar, Kriechflügel, Wutpilz, resistiert Boden- und Unlicht-Pokémon, das geht auch sehr gut. Riesenzahn, auch sehr vorteilhaft mit dem Boden Kampftypen, resistiert Gestein, Unlicht und Boden neutral. Und ich denke, Eisenkrieger ist hier auch wirklich sehr stark, gerade mit Fee und Kampf als Typen. Für Brutalander auch gut sind, auch hier natürlich je nachdem, was er für einen Terra-Typen hat, Azumarill, Haytyra, Felinara und Flatterhaar. Brutalander ist da echt tricky, er hat nämlich eine große Auswahl an Attacken. Merkt euch am besten die Attacken, die er kann und geht dann nach Terra-Typ und nach den Attacken, die es besitzt. Wichtig, für die beiden jeweiligen Raids ist es hier sehr, sehr wichtig, dass ihr eure Pokémon perfekt trainiert. Bedeutet, dass eure Pokémon die richtige Fähigkeit, das richtige Wesen, die richtigen DVs und die richtigen EVs haben. Ich weiß, EVs sind ein sehr trockenes Thema und ich weiß auch, nicht viele interessieren sich auch dafür, aber ich gebe euch hier ein paar Tipps. Züchtet oder fangt ein Pokémon, gerne auch eines der oben genannten Pokémon und pst, übrigens im Verlaufe des Tages kommt da noch ein Video zum besten Pokémon für die Raids hier auf unserem Kanal, also seid vorbereitet. Teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden. Für alle, die sich bestens vorbereiten möchten, Münzen, die das Wesen des Pokémons verändern, findet ihr gemeinsam mit Proteine, Calcium, KP+, Zink, Eisen und Co. in der Chanera Apotheke in Pharmacia City. Der dritte, beziehungsweise nicht der dritte Arenaleiter, aber da, wo auf jeden Fall die Influencerin anzutreffen ist. Den NPC, um Silberkronkorken oder Goldkronkorken einlösen zu können, gibt es in Frigomonta. Ist ein Mann mit seinem Rex Blizzard, könnt ihr kaum übersehen. Fähigkeitskapseln, um die Fähigkeit des Pokémons zu wechseln, könnt ihr in jedem Boto-Beutel-Shop in der Stadt euch besorgen. Und Leute, wenn euch das gefallen hat, teilt das Video unbedingt. Ich halte die Videos so kurz wie möglich, aber da bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Also deswegen fleißig liken und das Video teilen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.